Kartentrick ohne Fingerfertigkeit versprochen. Wie lange dauert das? Ganz schnell geht er. Aber es geht schon los, genau. Das ist schon alles rum. Das ist nicht so einfach. Kein Problem. Du darfst eine ziehen, welche du willst. Merk sie dir, ja. Anschauen, okay. Und wieder rein ins Spiel, wo du willst. Ne? Bis jetzt ist normal, ich will die Karte rausfinden ohne Fingerfertigkeit, ich lege sie auf den Boden, okay? Pass auf, siehst du das? Schau auf die Karten. Ganz langsam. Höp! Sie selber auch? Siehst du das? Das. Ist sie das? Ja, das ist so. Also ich bin. Du machst mir Angst, ehrlich gesagt. Ist doch irgendwo so ein Magnet oder so. Guck doch, nein. Respekt. Pass auf, noch eine Sache, du hast so einen coolen Ring an, geht super schnell. Darf ich mir den ausleihen, du kriegst den wieder. Ist der was Besonderes für dich oder hast du den nur für heute? Für heute. Nur für heute. Also, sag mal, wer ist was Besonderes? Also wenn er jetzt weg ist. Also ich versuche das, ich mach das ganz langsam. Pass auf, eins, zwei, das war's. Und der Schlüssel des Tricks ist hinten in meiner Hosentasche. Schau hier hin. Ist mein Schlüsselbund und nicht nur das. Hier hinten hängt ein Ring. Soll ich da jetzt hast du gesehen? Ne? Hier ist er schon. Eingehakt in den Schlüsselbund. Ist er das? Eindeutig? Zieh mal dran, ja? Ja? Dein Ring? Ich glaube. Den darfst du als kleines Andenken behalten. Bitte schön.